Augsburg, Hauenstetten, Pfarrei St. Georg. Am Sonntag vor einer Woche war auch hier der große Tag. Die Pfarrgemeinderatswahl, die alle 4 Jahre stattfindet. Bereits ab dem Alter von 14 Jahren besteht die Möglichkeit, wählen zu gehen. Und ab 16 Jahren kann man sich auch selbst zur Wahl stellen und damit als Pfarrgemeinderatsmitglied aktiv etwas in seiner Pfarrei bewirken. Oft wählen die Menschen direkt nach dem Gottesdienstbesuch. Etwa 80 Pfarreien im Bistum hatten eine allgemeine Briefwahl durchgeführt. Die Wahlbeteiligung lag im Bistumsschnitt bei etwa 10% und ist damit im Vergleich zu 2018 leicht zurückgegangen. Das Angebot einer Briefwahl führte im Gegensatz dazu oft zu einer überdurchschnittlich hohen Wahlbeteiligung von 15 bis etwa 40%. Insgesamt zeigt sich, dass die Arbeit des Laiengremiums von den Gläubigen wertgeschätzt wird. Beim Diözesanrat der Katholiken im Bistum laufen alle Ergebnisse zusammen. Hier hat die Geschäftsführerin Susanne Kofend den Überblick und analysiert die Wahlergebnisse. Der Trend, den wir schon 2018 gesehen haben, dass die Frauen einen großen Anteil in den Laiengremien einnehmen, der hat sich noch fortgesetzt. Also wir haben jetzt 2022 nochmal eine höhere Frauenquote in den Pfarrgemeinderäten. Wir sind jetzt bei fast 74%. Das ist natürlich schon ein deutliches Zeichen, dass die Frauen aus der katholischen Kirche auch nicht mehr wegzudenken sind und es ohne die Frauen eigentlich auch nicht mehr ginge in den Pfarreien. Also das ist schon ein wesentlicher Teil, den die ihr leisten. Dazu passt es auch, dass die Altersgruppe der 45- bis 55-Jährigen deutlich zugelegt hat. Hier haben Frauen oft wieder mehr Zeit. Die Kinder sind aus dem Haus, ehrenamtliche Arbeit ist besser einzuplanen. So jedenfalls sieht es Susanne Kofend. Sie freut sich auch über die vielen neuen Gesichter in den Pfarrgemeinderäten. Ich habe das im Vorfeld eben schon gehört, dass es in vielen Pfarreien so eine Art Generationenwechsel gibt. Dass es einige Pfarrgemeinderäte gibt, die alt gedient sind, in Anführungszeichen, die schon viele Wahlperioden dabei waren, die jetzt gesagt haben, so und jetzt ist mal gut, jetzt müssen neue ran und wir übergeben sozusagen das Zepter an die. Und tatsächlich wurden auch wieder Leute gefunden. Also das ist, finde ich, sehr erfreulich, dass da auch so ein bisschen so frischer Wind reinkommt. Viele Pfarreien hatten sich im Vorfeld der Wahlen Gedanken gemacht, wie sie die Menschen für die Mitarbeit motivieren können. Wie in der Pfarreiengemeinschaft Boos. Gemeinsam wurden hier Bewerbungsvideos gedreht, mit viel Elan und Freude. Und trotzdem ist es in einigen wenigen Pfarreien nicht gelungen, einen neuen Pfarrgemeinderat zu wählen, mangels Kandidaten. Da wird die Wahl jetzt einfach um ein Jahr verschoben. Die bekommen noch mal ein Jahr Zeit, Kandidaten zu werben und sich neu aufzustellen, vielleicht auch neu zu strukturieren, noch mal zu schauen, woran lag es, dass wir jetzt keine Kandidaten finden konnten. Können wir einfach noch einmal mehr Bewusstsein in unserer Pfarrei schaffen, wie wichtig dieses Laiengremium ist. Und dann gibt es bistumsweit einen Nachwahltermin, der im Frühjahr 2023 sein wird. Dazu gibt es dann von uns auch wieder die Unterstützung für die Pfarreien, die dann da antreten. Und dann schauen wir mal, dass auch die Pfarreien nach einem Jahr einen Pfarrgemeinderat wählen können. Das Motto der Pfarrgemeinderatswahl 2022 lautete: Christsein, weit denken, mutig handeln. Vielleicht ist das ein Ansporn für Unentschlossene, sich bei einer Nachwahl doch noch aufstellen zu lassen, um in der Pfarrei das Glaubensleben aktiv mitzugestalten.